Die scharfe Kritik von Uwe Seeler, vor allem an Sportchef Frank Arnesen, sorgt für Zündstoff beim Hamburger SV. Er spricht von Spielern, die nicht bundesligatauglich sind, mangelndem Fortschritt. Und daran müsse sich eben ein Sportchef messen lassen. Ich denke, dass die Kontakte allgemein mit Uwe Seeler gut sind. Also von daher, wenn jetzt der eine mit dem anderen Probleme hat, dann müssen sie selber telefonieren. Das sind ja alles Männer. Und ich denke, dass Uwe Seeler an sich ja natürlich nur helfen will und nicht schaden will. Aber es ist kein Streit nur unter zwei Männern. Auch die Fans wettern gegen den Sportdirektor. Er ist hier für das Sportliche verantwortlich. Und den Thorsten kannst du hier, den Fink kannst du hier einfach nichts zuschieben, keine Verantwortung. Weil er ist das schwächste Glied der ganzen Nahrungskette hier. Also der Thorsten muss mit dem Material auskommen, was ihn Arnesen vor der Tür geknallt hat. Ja, und mit der Mannschaft werden wir hier nichts. Hundertprozentig nicht. Der Trainer macht hier einen super Job mit seinem Trainerstab. Und die müssen ja mit dem auskommen, was der Sportdirektor dem hier vor die Tür gestellt hat. Und wenn ich dann höre, dass der Fink auch gerne einen Abraham bekommen hätte oder einen Chakra. Und, also ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Spieler bekommen hat, den er eigentlich wollte. Arnesen in der Kritik. Thorsten Fink hat schon Frist. Noch. Wir müssen uns immer zusammen Gedanken machen, was können wir zusammen besser machen und falsch machen. Und möchte mich jetzt nicht über diese Kritik äußern, sondern wie gesagt, man sagt ja nicht umsonst, wir verlieren und gewinnen zusammen. Im Moment ist es so, dass kein Erfolg da ist und wir aber trotzdem, ja, es ist der erste Spieltag, und wir aber trotzdem noch die Möglichkeit haben, alles zu ändern. Die Last-Minute-Neuzugänge Milan Badej und Peter Jiracek stoßen am Mittwoch zur Mannschaft. Dennoch keine Erfolgsmeldungen für den Sportdirektor. Jiracek hatte sich selbst angeboten. Das kann man ja so sagen, dass es spät ist. Das kann ich ja jetzt auch nicht verheimlichen. Also das ist klar, dass man natürlich immer gerne die Spieler von Anfang an dabei hat. Das ist natürlich für einen Trainer einfacher, wenn man mit ihnen in der Vorbereitung arbeiten kann. Ich habe mich, so wie man das als Trainer macht, mit dem Kader vorbereitet, den ich gerade habe. Gewisse Transfers lassen sich manchmal nicht eher realisieren, warum auch immer. Immer noch schwirrt der Name des Hoffnungsträgers Raphael van der Vaart durch die Luft. Wunschlösung für die Spielmacherposition. Sie wissen ja, wie das im Moment läuft. Van der Vaart sieht halt so aus, dass utopische Ablösesummen gefordert wird, dass utopische Summen im Raum stehen. Also von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das realisierbar ist. Kaderplanung in Häppchen. Nach einer langfristigen Strategie hört sich das alles nicht an. Und am Wochenende wartet auch noch das Nordderby gegen Werder Bremen.